Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euch für eure Tischkreissäge ganz einfach einen Schieberschlitten machen könnt. Das Ganze mit Maßband. Das alles seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, wie machen wir das Ganze jetzt? Ja? Ich habe mir zwei Leisten schon zugeschnitten. Ja? Zeige ich jetzt nicht. Es dauert selber ein Stück Zeit lang, bis die genau passen. Ja. Die müssen wirklich genau passen. Es ist auch so, dass die in dem Fall unterschiedlich breit sind, ja, weil einfach die eine Schiene da tiefer ist wie die auf dem Schlitten. Ja. Daher das ist nur wichtig, dass ihr wirklich so wenig Spiel wie möglich habt. Ja. Also wirklich minimal. Ja, aber dass sie trotzdem leicht laufen. Ja. So, ich habe das Ganze so gemacht, ich habe mir die zugeschnitten und dann, man sieht es da eh noch, ja, bin ich hergegangen, hab's reingeschoben und man sieht dann auf der Stelle oder am Holz, wo es noch schleift, ja, dann nehme ich es wieder raus, hab's wieder nachgeschliffen und dann wieder probiert. Ja. Und überall dort, wo dann noch was kommt, das habe ich dann abgeschliffen. Ich habe es in dem Fall immer nur auf der einen Seite jetzt abgeschliffen. Ja? Und dann irgendwann passt das perfekt. Ja? So. Die sind jetzt schon eingelassen, die Schiene noch. Ja? Also sind nicht bündig. Ja? Ist bewusst so gemacht, so dass wenn dann die Platte drauf ist, ja, ich unten einen Spalt habe, falls auch ein bisschen Dreck drinnen ist, ich den Schlitten immer noch bewegen kann. So, für den Boden habe ich jetzt einfach eine Furnierplatte Pappel. Ja, Furnierplatte Pappel genommen und die werden wir uns jetzt zuschneiden. Ja, ich sehe nur gerade, da ist ein leichter Riss drin, den wollen wir natürlich nicht drauf haben. Dann werden wir uns die Seite nehmen. Und wenn wir das aber schon haben, dann haben wir die anderen Stücke da auch gleich zuschneiden. Hat das gleich dasselbe Maß. Wozu mache ich das jetzt? Ein gutes Beispiel. Ja? Wieso mache ich das jetzt, diesen Schlitten überhaupt? Ja? Ihr seht, mit so einem Holz, ja? Also das vor allem länger ist als breiter, ja? Habe ich hier keinen schönen Anschlag, ja, ich wackel da um und um. Jetzt, wenn sich das verhackt oder so, schießt man das gleich weg und dann ist es für den Popsch. Ja. Wir probieren es jetzt aber trotzdem, also werden es trotzdem so machen, da bleibt uns nichts anderes über. Wir müssen uns natürlich zuerst die Schienen rauflangen. Ja. Wie mache ich das? In dem Fall, damit ich den Abweiser eingelassen sind quasi. Ich lege mal da Beilagscheiben rein. Das ist übrigens eines der Werkstücke, auf die ich mich schon bis lange, lange freue. Ja. Bevor ich jetzt noch weiter irgendwelche Sachen mache, wollte ich das unbedingt zuerst fertig machen. Ah. Da muss ich sogar zwei reinlegen. Die ist ganz klein geworden sogar. Ah, aber es ist kein Dreck. Nehmen wir mal zwei drauf. Schwuppdiwupp. Jetzt einfach ein Gipsack. Haben, ja, und sieht schon, läuft sehr super. Ja.
Den Abstand haben wir auch, den wir uns von den Beilagscheiben her eingedeckt haben. Ja, das passt. Super. Dann habe ich mir überlegt, ich will natürlich hier, sei das, zurück gebe ich es weg. Man will natürlich hier, also ich will natürlich hier jetzt ein Maßband drinnen haben, ja, damit ich mir dann eben so Stücke mit einem Anschlag ja, dann immer dieselbe Länge habe ja, und schneiden kann. Jetzt will ich mir hier natürlich ein Maßband einlassen. Ja. Ja, und das Ganze zeichne ich mir nur an, wo das Sägeblatt ist. Ja, ich habe mir was überlegt, ich hoffe, es funktioniert. Nicht, gehen wir das alles da rein. Ja, na, das wird schon funktionieren. Ja. Die Sitto-Platte, die ich verwende, ist 15 mm dick. Ja. Das heißt, bei 15 mm werden wir den ersten Strich dann ansetzen. Wir wollen aber nur hier auf der Seite, auf der anderen Seite wollen wir kein Maßband haben. Darum habe ich mir da den Strich gemacht, damit ich weiß, wie weit ich mit dem Sägeblatt fahren darf. Den Rest werden wir uns dann mit dem Stechbeitel machen. Ich würde fast sagen, wie angegossen. Ja. Schaut her, es ist zwar ein bisschen drunter, aber es ist nicht tragisch. Ja, da geht es nicht um Ebenheit oder sowas. Ja. Jetzt werden wir das dann noch auf die genaue Distanz dort, damit wir das mit den Zentimeter passt, dann einstellen. So, ich habe gerade mitgekriegt, die Kamera ist mal abgeschmiert. Ja. Wasch. Ja. Ich zeige es euch daher so, ihr habt nicht viel verpasst. Ja. Weit bin ich nicht gekommen. Nein, ich habe mir hier jetzt aufs Brett, was dann hier drauf kommt auf den Schlitten, ja, habe ich jetzt einfach noch ein Brett drauf geschraubt, ja, einfach weil das Holz ein bisschen gewolben war, ja, also sich geworfen hat, sagt man auch, ja, damit es das gerade zieht, weil das soll ja gerade sein, weil sonst schneide ich immer schiefe Stücke. Ja, wollen wir nicht. Haben wir jetzt mittlerweile den nächsten Tag, ich wollte ihn dann gestern auch dann heimgehen, war es einfach schon so spät. Das haben wir uns gestern noch fertig montiert. Ja. Jetzt werden wir heute das Maßband fertig machen. Ja. Und jetzt einmal das Sägeblatt drauf holen. Das werden wir jetzt gleich einmal machen. Und schauen. Und dann werden wir eventuell noch diesen Anschlag ausrichten müssen. Kleine technische Schwierigkeiten. Bin schon drauf gekommen, warum. Im Vogel. Den Spaltkeil müssen wir vorher demontieren. Ja. Bevor wir das Sägeblatt aufführen können, weil der Spaltkeil hebt uns sonst dauernd den Schlitten in die Höhe. Jetzt werden wir uns dort unten nochmal die Schrauben lockern. Ich zeige euch jetzt, wie wir das machen. So, dass das wirklich parallel zum Sägeblatt ist. Ich kann das jetzt so bewegen, ich habe nur noch eine Schraube drinnen. Ja. Legen wir uns das nochmal an. So dass das wirklich ganz genau passt. So.
also ein bisschen eine Spielerei, da müsst ihr euch spielen, aber lasst euch da Zeit. So. Jetzt zwingen wir uns das Ganze fest. Und jetzt schrauben wir die Schrauben wieder ein. So, als nächstes wollen wir uns natürlich das Maßband einstellen, ja? Damit das genau passt. Dann legen wir uns das einmal ein, schauen, ob das so passt. Machen wir einen Probeschnitt quasi. Dann machen wir mit dem Bleistift jetzt bei genau 5 cm. Machen wir einen Strich und da schaue ich mal 5 hin, damit, falls ich es vergiss. Und dann machen wir einen Schnitt. So, und jetzt messen wir mit der Schiebelehre. Das jetzt mal. Ja, das passt noch nicht ganz, sind 4,9. Ja. Das heißt, wir gehen da 1 mm rüber. So. Messen. So. Jetzt machen wir uns nochmal einen Strich und genau dort kommen wir dann hin. Ja? Wenn das Ganze trocknet ist, ja, jetzt 5 Minuten trocknen lassen. Der Modellbauklebeband trocknet eh recht schnell. Werden wir uns das da noch schmieren, damit das schön flutscht quasi. Ja? Nimmt dafür eine Kerze. Ja? Und dem steigen wir das jetzt da einfach an. Wenn wir uns die Kanten da anschleifen, ja? Und natürlich, dass das auf die Hand schön zum Greifen ist. Dauert mir einfach zu lang, nehmen wir immer noch den Schleifer. Und dann werden wir uns das Ganze noch mit Leinölfirnis bestreichen quasi. Mit Leinölfirnis. Entweder werden meine Hände immer dicker oder. Ich bin einfach zu dumm, um in Handschuhe reinzuschlüpfen. Aber jetzt weiter ist. Das wird so interessant. Scheitert an Handschuhen. So. Super. Ja. Als Anschlag, ja, ich werde mir da einfach nur ein Holzstück nehmen. Ja. Gibt natürlich auch Tenut-Schienen, ja, oder ihr macht euch das mit dem Tenut-Fräser. Ja. Ich habe leider die Fräse immer noch nicht, sonst würde ich es da machen. Ja. Aber das werden wir sicher nachholen. Ja. Werden wir das dann da einfach mit einer Zwinge befestigen. Ja, probiert es einfach mal aus. Es ist nicht wirklich, wie gesagt, nicht so viel Arbeit. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut und hat auch nicht viel Kost. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, hoffe ich, ihr lasst mir ein Abo da, und wenn euch das sowas interessiert, kommt noch einiges. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!